Hallo und herzlich willkommen zu Lindemanns Wochenschau. Ja, auch diese Woche haben wir wieder einige wichtige Themen für euch. Diese Woche war die letzte Plenarwoche vor den Herbstferien und am Donnerstag gab es wieder eine Plenarsitzung. Ja, und ein sehr, sehr wichtiges Thema, eigentlich das wichtigste Thema, war ein Antrag der Linksfraktion. Die Linksfraktion hat im Abgeordnetenhaus den Antrag eingebracht, einen sofortigen Winterabschiebestopp für alle einzuführen. Das heißt, die Linke möchte keine Menschen aus Berlin mehr abschieben. Wir haben in Berlin fast 17.000 Ausreisepflichtige und in diesem Jahr 2023 sind bisher ungefähr 1.000 Menschen aus Berlin abgeschoben werden. Das heißt, bei der derzeitigen Abschiebepraxis würde es mindestens 15 Jahre dauern, bis alle derzeit Ausreisepflichtigen abgeschoben sind. Aber es bleibt ja nicht dabei bei denen, die derzeit abschiebepflichtig oder ausreisepflichtig sind. Es kommen ja ständig neue hinzu, wo die Asylanträge abgelehnt worden sind und die abgeschoben werden sollen. Und der ganze Clou an der Sache ist, dass die Linken sagen, der Abschiebestopp soll für alle gelten. Also auch Straftäter, Kriminelle, Vergewaltiger, Räuber, Erpresser, Mörder sollen nicht abgeschoben werden. Das ist natürlich ein Ding, was überhaupt nicht geht. Und wenn wir uns jetzt mal gucken, in welche Länder die Menschen abgeschoben werden, die Temperaturen uns da angucken, dann werden wir ganz schnell feststellen, dass es warme Länder sind, wo es überhaupt keinen Grund gibt, dass man im Winter nicht abschieben soll. Ja, ein ganzes spezielles Problem ist natürlich die Republik Moldau. Die meisten Abgeschobenen in 2023 sind in die Republik Moldau abgeschoben worden. Da ist es im Winter 4 Grad. Genauso wie in Berlin, Durchschnittstemperatur im Winter 4 Grad. Und auch das ist dann absolut kein Grund, warum man nicht abschieben kann. Hinzu kommt nämlich, dass die Republik Moldau EU-Beitrittskandidat ist. Das heißt, die Republik Moldau möchte in die EU beitreten und die EU hat der Republik Moldau den Status als Beitrittskandidat gegeben. Das wäre das Gleiche, wenn Menschen aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland in Deutschland Asyl beantragen würden. Die Asylanträge von den Moldauern werden auch in der Regel alle abgelehnt. Also die Anerkennungsquote ist niedriger als 1%. Ja, da 99,9% der Asylanträge werden abgelehnt und die Leute müssen ausreisen. Aber bis zur Ablehnung bleiben die erstmal ein paar Monate in Berlin oder in Deutschland, kassieren hier Bürgergeld bzw. Sozialleistungen und können damit bequem überwintern und gut von dem Geld leben und auch noch sparen. Und das ist ein Ding, was wir so nicht hinnehmen wollen. Wir können das deutsche Steuergeld nicht verschleudern. Denn deutsches Steuergeld wird schon zu Genüge verschleudert. Beispielsweise nicht nur bei den Flüchtlingen aus Afrika und aus arabischen Ländern oder aus Asien. Auch bei den Ukrainern wird Steuergeld verschwendet. Denn beispielsweise Rumänien. Rumänien, ein Land, in dem kein Krieg herrscht, ein sehr friedliches, sehr schönes Land. Nach Rumänien sind 3 Millionen Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gekommen und haben um Asyl nachgefragt. 3 Millionen Ukrainer sind nach Rumänien gekommen. Und jetzt, liebe Freunde, frage ich Sie mal, wie viele Ukrainer leben jetzt noch in Rumänien? Na, lassen Sie uns raten. Ich will Sie erleichtern. Es sind 90.000. Das heißt, mehr als 2,9 Millionen von den 3 Millionen Ukrainern sind aus Rumänien weitergereist. Und dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund. Rumänien hat für die Ukrainer oder gewährt für die Ukrainer 4 Monate lang Sonderzahlungen, damit die Menschen sich einrichten können. Aber nach den 4 Monaten bekommen Ukrainer, die nicht arbeiten in Rumänien, ungefähr 30 Euro rumänische Sozialhilfe. Und gegenüber den Asylmagneten aus Deutschland und den Leistungen aus Deutschland ist es natürlich für viele Ukrainer wesentlich bequemer, nach Deutschland weiterzureisen und hier sich ins Asyl zu begeben und von den Bürgergeld und Sozialleistungen in Deutschland zu leben, als wie von 30 Euro Sozialhilfe in Rumänien. Und das ist ein Punkt, der nicht sein kann. Wer als Ukrainer aus Rumänien nach Deutschland flüchtet, flüchtet nicht mehr vor Krieg oder vor sonstigen Sachen, vor dem Wehrdienst oder was weiß ich irgendwas. Wer als Ukrainer aus Rumänien nach Deutschland flüchtet, der kommt nur nach Deutschland aus rein materiellem Interesse. Und das sind alles Sachen, die dürfen wir nicht hinnehmen. Darum, wir brauchen keinen Winterabschiebestopp. Hören Sie selber, ich habe dazu auch im Plenum geredet. Hier ein kurzer Auszug aus meiner Rede. Gerne zuhören.
Und jetzt kommen die Linken hier an und sagen, sie fordern einen Winterabschiebestopp aus humanitären Gründen. Wir haben uns die Länder mal so angeschaut, wo sie Abschiebestopps für fordern. Sie schreiben hier zum Beispiel Libyen, Sudan, da wird überhaupt kein Mensch abgeschoben und die Temperaturen im Sudan im Winter sind 32 Grad. Eigentlich für die Polizeibeamten, wenn sie Abschiebungsflüge begleiten würden, wären die Temperaturen viel zu heiß. Da müssten sie eher mal überlegen, ob sie den Winterabschiebestopp vielleicht im Sommer beantragen, weil da ist es nämlich 38 Grad im Sudan, um unsere Polizeibeamten zu schützen. In den anderen Ländern wie Syrien 14 Grad, Afghanistan 8 Grad, Marokko 18 Grad. Das sind die Durchschnittswerte, Temperaturwerte in den Ländern, Türkei 7 Grad, also nirgendwo so kalt wie in Berlin, denn die Durchschnittstemperatur in Berlin ist 4 Grad. In Berlin ist es deutlich kälter wie in den Ländern, die Sie explizit aufführen. Und die anderen Länder. Ein wichtiges Thema in dieser Woche sind die Sporthallen in Marzahn. Die Sporthallen in Marzahn sind nämlich marode. Ich habe dazu eine parlamentarische Anfrage eingebracht und festgestellt, dass rund 50 Sporthallen renovierungsbedürftig sind in Marzahn und dass die Renovierung pro Sporthalle durchschnittlich 3 Millionen Euro kostet. Ja, das hat uns natürlich in Marzahn-Hellersdorf auf den Plan gebracht. Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Landtag und mit unserer kommunalpolitischen Fraktion, also unserer BVV-Fraktion in Marzahn-Hellersdorf. Und deswegen habe ich dieses Thema an unsere Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung weitergegeben. Und mein Parteifreund Martin Kublischke hat dann in der BVV, also in der Bezirksverordnetenversammlung, letzten Donnerstag fand die auch statt, einen entsprechenden Antrag eingebracht, um die Sporthallen zu sanieren. Und dazu habe ich mit Martin selber geredet. Martin, wie ist die Situation der Sporthallen? Was habt ihr konkret in der BVV gemacht? Tu das doch mal bitte unseren Zuschauern erklären. Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wir haben heute Donnerstag, den 19. Oktober. Wir sitzen hier gerade am Rande der BVV-Sitzung und es wird heute im Laufe des Abends ein Antrag unserer Fraktion eingebracht, dass die 53 sanierungsbedürftigen Sporthallen in Marzahn-Hellersdorf auch saniert werden sollen. Der Antrag wird dann heute sicherlich in den Sportausschuss überwiesen, kommt dann in einigen Wochen zurück in die BVV und wird dann dort möglicherweise von allen Altparteien abgelehnt. So, Hintergrund des Antrages ist, der Abgeordnete Lindemann, der hat eine schriftliche Anfrage beim Senat gestellt. Der Senat hat gesagt, wir haben 53 Sporthallen bei uns im Bezirk, die saniert werden müssen. Die Kosten dafür betragen im Schnitt 3 Millionen Euro pro Sporthalle. Und der Hintergrund unseres Antrages ist, dass wir sagen, die 159 Millionen, die letzten Endes ungefähr dafür veranschlagt werden müssen, kann man ganz leicht aus dem Topf nehmen, für den der Senat hier jede Menge neue Flüchtlingsunterkünfte bauen will. Vor dem Hintergrund, dass eine Flüchtlingsunterkunft zwischen 18 und 23 Millionen Euro kostet, ist das sicherlich eine Sache, die überlegenswert wäre. Wir wollen, dass Sie als Marzahn-Hellersdorfer Ihren sportlichen Aktivitäten so nachkommen können, dass es in einem vernünftigen, modernen, sauberen Umfeld geschieht. Das ist uns wichtig, deswegen sind wir sehr gespannt, wie die Bezirksverordnetenversammlung und natürlich auch das Bezirksamt sich zu unserem Antrag stellen werden. Dankeschön. Ja, und ein drittes Thema für diese Woche kommt wieder aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, aus der Plenarsitzung. Denn CDU, SPD wollen irgendwie ein Hundekataster einführen und irgendwelche komplizierten Registrierungsvorgänge für Hunde in Berlin machen, wo es dann für manche Leute Erleichterungen eventuell gibt, die geringes Einkommen haben, also Sozialleistungen beziehen. Also im Prinzip eine Meldestelle für Hunde, wo jeder verpflichtet ist, sich anzumelden und die anderen sollen die Steuer bezahlen. Also ein sehr umständliches, kompliziertes System. Ein sehr hoher Verwaltungsaufwand für die Hunde. Wir sagen, wir brauchen keine Hundekataster oder sonstiges Gedöne. Das, was hier die Koalition plant zum Thema Hunde, der Hund ist ja der beste Freund des Menschen, wenn es nicht gerade die Katze oder der Wellensittich ist, das können wir so nicht hinnehmen. Und es ist natürlich auch die Frage,
warum eine Steuer für Hundebesitzer, Katzenbesitzer, Vogelbesitzer, Kaninchenbesitzer zahlen für ihre Haustiere keine Steuern. Aber die Hundebesitzer zahlen für ihre Haustiere Steuern. Und was bekommen sie als Leistung vom Staat? Ja, gar nichts bekommen sie als Leistung vom Staat. Darum hat unser Tierschutzexperte Mark Wallender sich diesem Thema angenommen und hat dann entsprechend über dieses Thema auch im Plenum geredet. Hören Sie selber, was unsere Forderung als AfD-Fraktion im Plenum ist zum Thema Hundesteuer. Schon wieder das Thema Hundesteuer, und wir beschäftigen uns jetzt mit Verfahrensvereinfachungen und Änderungen im Thema Hundesteuer, auch für die steuerliche Befreiung, die ja durch Rot-Rot-Grün eingeführt wurde. Und hier wird groß geredet von Bürokratieabbau und das sei alles ganz toll und ganz klasse und so weiter. Da muss man ganz ehrlich sagen, der größte Bürokratieabbau, den Sie hätten machen können, wäre gewesen, die Hundesteuer abzuschaffen. Und Frau Lüttke hat das ja eben wunderbar historisch ausgeführt, wo sie auf das alte Preußen eingegangen ist und gesagt hat, dass es eigentlich ja eine Reichensteuer sein sollte. Ja, mittlerweile ist es, und es ist faktisch so, eben eine Steuer, die fast alle Normalbürger in dieser Stadt betrifft, die einen Hund haben. Es sind eben nicht die Paris Hiltons mit ihrem Chihuahua, die hier besonders belastet werden, sondern doch der durchschnittliche Hundebesitzer in Deutschland. Und dass sie jetzt die, sagen wir mal, Bürgergeldempfänger jetzt rausgenommen haben, das ist ja schön und gut, aber der Normalbürger, der arbeiten geht und ein Haustier hat, der hat halt überhaupt nichts davon. Und deswegen vertreten wir als AfD eben auch einen anderen Ansatz. Ich verweise diesbezüglich auf unseren Antrag vom 6.12.2022, in dem wir die komplette Abschaffung der Hundesteuer fordern. Ja, liebe Freunde, Sie sehen also, wir kümmern uns nicht nur um Asyl und um Flüchtlinge und um Migration, wir kümmern uns um alle wichtigen Themen in Ihrem Leben, in allen Parlamenten, sowohl im Abgeordnetenhaus, also dem Berliner Landtag, wo ich für zuständig bin, als auch in der auf der kommunalen Ebene, in der BVV-Fraktion, in der Bezirksverordnetenversammlung. Wir setzen uns tatsächlich überall für Sie ein, egal ob es um Sporthallen, um Hundesteuer oder um Migration geht. Wir als AfD sind Ihre Alternative. Wir sind Ihr Sprachrohr in allen Parlamenten. Das war Lindemanns Wochenschau für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Montag gibt's wieder Lassen Sie uns reden, das Live-Event, Montag 18 Uhr hier auf YouTube. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ansonsten, nächsten Samstag gibt's natürlich auch die nächste Wochenschau. Ich wünsche Ihnen alles Gute.